Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgens Jakob von Infrakta und ich bin in Avery Attorney. Das ist ein Spiel. Hey, was für eine Info. Und ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel sein soll. Aber dafür sind wir ja da, für das Infrakta Games Archiv. Schauen wir mal, was das für ein Spiel sein soll. Fängt auf jeden Fall schon interessant an. Von dem Zeichner habe ich natürlich auch schon gehört. Gucken wir mal. Vielleicht hätte ich die Musik doch anlassen sollen. Hinterher ist mir immer schlauer. Okay, wir sind Mitte des 19. Jahrhunderts. Hat er die goldene Kugel nicht aus dem Brunnen holen wollen oder was? Erster Akt, eine Katze mit Klauen. Sparrow Son. Spatzensohn. So, it's midday already. Where is that feathered? Okay, also das Spiel ist auch wohl nur auf Englisch verfügbar. Das ist natürlich für Leute, die jetzt keine Fans der englischen Sprache sind oder eher nur, sagen wir mal, nicht unbedingt flüssig im Lesen der Sprache, dann ist das natürlich schon mal gleich schwieriger. Sollte man zumindest schon mal festhalten für so ein Fakta Games Archiv. Sicher das. Mein Derrière. Scheint in Frankreich zu spielen. Gut, das hatte ich mir schon fast von den Namen der Häuser, Landhäuser oder Schlösser etc. gedacht, aber
überlege gerade, ob wir nicht doch die Musik anschalten sollen, weil nur die Menü-Sounds sind halt schon nervig. Wir können aber an der Stelle kurz mal festhalten, was wir bis jetzt wissen. Wir haben offensichtlich ein Text-Adventure vor uns im Stil eines Visual Novel. Also das ist ja so eine haarscharfe Geschichte. Ist es jetzt ein Visual Novel, dann ist es nichts anderes als ein animiertes Bilderbuch. Oder ist es ein Text-Adventure? Das bedeutet, wir haben zwar auch jede Menge Texte, aber wir können die Handlung beeinflussen und zwar maßgeblich. Nicht nur ein bisschen. Es gibt ja Visual Novels, da kann man so ein bisschen was beeinflussen. Aber in dem richtigen Text-Adventure können wir wirklich die Handlung komplett verändern und dadurch ist natürlich ein entsprechend hoher Wiederspielwert da. Bei einem Visual Novel haben wir keinen Wiederspielwert im Allgemeinen. Es sei denn, man ist ein sehr vergesslicher Mensch oder war stockbesoffen, wie man es erstmal spielt. Aber in der Regel ist es bekannt, nachdem man es sich einmal angeguckt hat, während ein Text-Adventure wirklich so stark verändert werden kann durch die Entscheidung, dass man das tatsächlich nochmal spielen kann. Einfach zu sagen, ja, an der Stelle hätte ich vielleicht doch besser anders entschieden. So, außerdem wissen wir, spielt in Frankreich, 19. Jahrhundert. Wir spielen einen Anwalt, ja, einen Falken, der einen Anwalt darstellt und seinen Assistenten, den Sohn eines Spatzen. Wobei er tatsächlich von Schnabelform überhaupt nicht aussieht wie ein Spatz. Da war der Vater wohl irgendwie, sagen wir mal, tiefenentspannt in der Partnerinwahl, ja. Egal, so, auf jeden Fall das Gespann erinnert so ein bisschen natürlich an viele berühmte 19. Jahrhundert Gespanne, wenn es so ein bisschen so Kriminalroman etc. angeht, nämlich zum Beispiel an Sherlock Holmes und Dr. Watson, wobei Sparrow Son, weiß ich nicht genau, ob er jetzt wirklich als Dr. Watson durchgehen kann, aber das haben wir ja häufiger. Gut, gucken wir mal. Erinnert natürlich auch so ein bisschen an wie heißt es nicht von Balzac, sondern nicht Flaubert. Ja, denn ich habe letztens erst einen von französischen Autor aus 1900 Buch in Hand gehabt. War es Zola, Flaubert oder Balzac? Ist ja wurscht jetzt. Egal, weiter geht's. Achso, wir wollten ja Musiker machen. Bin schwer beeindruckt. Ah, da kommt's. Thank you.
Oder Hering. Okay, das ist natürlich dann schon, also erstmal ist natürlich ganz schick gemacht, das Spiel, dass es in Form so ein bisschen wie Theaterakte aufgebaut ist, auch die, also hier so die Darstellung immer mit dem Vorhang, der sich, der fällt. Der Sprachwitz ist schon ganz nett, also wenn man erkennt, auch die Anspielung, wobei Facebook war jetzt nicht so schwer. Aber dass wir jetzt hier Entscheidungen treffen können, wobei bis jetzt haben wir noch keine richtige Entscheidung getroffen. Das hat zwar den Textfluss beeinflusst, aber nicht den Spielverlauf. Gucken wir mal weiter. Also, momentan tendiere ich eher zu einem Visual Novel. Direkt einbrechen. Thank you.
Nur Bilder angucken finde ich halt frei, auch wenn die Texte lustig sind.